Den wir später bestimmt noch einige Male machen. Inventar. Ah, ein Herz, der haben wir. Mit 4 Herz, der haben wir dann ein neues Herz. Ah, verstehe. So ein Herzteil. Kein Herz. Okay. Das Teil eines Herzes. Verstehe. Wir haben Heilung. Hier können wir in den Brunnen fallen. Link ist in den Brunnen gefallen. Findet ein Herzstück. Ja, wissen wir schon. Jetzt haben wir ein halbes Herz. Hier wieder rausgestiegen. Sehr gut. Na dann, was haben wir hier? Zauberwald. Achtung, unfreundliche Moblins. Moblins? Das Geherz nicht mehr gereicht, oder was? Zauberwald. Da wären wir wohl schon, oder was? Im Zauberwald. Uhu. Willkommen im Zauberwald. Du wirst diese geheimnisvolle Insel auf keiner Karte finden. Stelle dich... Aber ich habe doch eine Karte im Inventar. Stelle dich der Aufgabe, den Träumenden zu wecken. Denn solange der Windfisch schläft, kannst du sie nicht verlassen. Warst du übrigens schon am Wurmpalast im Süden des Dorfes, findest du den Schlüssel zu jenem Ort hier in diesem Wald. Der Windfisch beobachtet dich. Uhu. Ich war tatsächlich noch nicht am Wurmpalast. Vielleicht war ich doch schon, aber ich habe es bewusst noch nicht mitbekommen. Aha, wir werden hier also einen Schlüssel finden im Zauberwald. Oha. Angreifer. Ich glaube, wir müssen uns mal verteidigen. Sonst werden wir hier nur noch getötet. Na. Sehr gut, ein bisschen Verteidigung. Verdammt. Herz. Ich muss mit dem Schild noch zurechtkommen. Sonst sterbe ich hier noch. Verdammt. Okay, die habe ich besiegt. Da ist noch so ein Schlupfdings. So ein Tintenfisch-Zeugs. Und wer bist du hier? Guten Tag. Waschbär. Mein Waschbär, was ist äußerst sensibel, was Staubrei betrifft. Aha. Waschbär. Den muss man wohl so sprechen. Du wirst dich verlaufen. Ich sorge dafür. Verlaufen. Tatsächlich habe ich mich verlaufen, oder was? Habe ich mich jetzt verlaufen? Oh, eine Fee. Eine große Fee. Dir geht's ja noch ganz gut. Komm zu mir, wenn du denkst, dass du nicht mehr kannst. Aha. Ich wollte nur mal mit dir reden. Ich wollte dich doch nicht gleich in Anspruch nehmen. Ich wollte nur nett sein. Ich wollte mal ein bisschen guten Tag sagen. Verstehst? Freundlich. Ein bisschen Sozialkompetenz zeigen. Aber was ist jetzt passiert? Ins Loch gefallen. Da lebt aber kein Hobbits drin. Was? Ah, Hilfe! Es klebt an mir. Ach, dafür hätte ich ein Herz. Ein halbes Herz, wenn ich da runterfalle. Okay. So. Volle Attacke. Jetzt können wir gleich mal die große Fee beanspruchen. Müssen wir wahrscheinlich gleich. Oder nicht. Oha. Wir haben eine Höhle. Ein Dungeon. Ich lasse kein mysteriöser Dungeon ist. Und keine Pokémon drin sind. Oh wei. Alle Schleimis besiegen. Und weiter voran.
Okay, die können wir wohl noch nicht verschieben. Oh, doch, können wir. Können wir ein Herzteil finden. Wenn wir uns gut anstellen. Was wir gerade nicht wirklich tun. Sieht nicht so gut aus. Können wir nochmal zurück. Das mal hierhin verschieben. Das mal dorthin verschieben. Das mal dahin verschieben. Verdammt. Das war nicht so gut. So. Müssen wir mal ein bisschen überlegen. Ich glaube, das können wir dorthin verschieben. Kommen wir da denn jetzt lang? Da haben wir schon das erste Rätsel, an dem wir scheitern. Na, was so ist. Und lassen wir es mal liegen. So wichtig wäre es dann auch nicht. Mit Schild. Schweinekerl mit Schild. Ich weiß nicht, wie die heißen. Nennen sie Schweinekerl. Weil ich noch keinen anderen Namen habe. Du hast einen Pilz gepflückt, er verbreitet ein fröhliches Aroma. Soll ich vielleicht nicht essen, wenn er schon fröhlich riecht. Von hinten angegriffen. Das ist ein Feiger, das sind fiese Schweine. Das ist ein Teil der Macht erhalten, da spürst du die Energie. Aha. Ich leuchte rot. Ich scheine etwas zu spüren. Ich bin hier in eine Sackgasse geraten. Ich muss hier mal den Weg frei machen. Ist dumm gelaufen. Ich hoffe, das hat keinen Timer. Sollte man das hier nach dort verschieben, das hier nach dort? Dann kann ich bestimmt das dort. Verdammt! Ich komme hier nicht zurück. Doch, es war ein Timer. Hab die Macht verschwendet. Das Teil der Macht verpulvert. Oh no. Das hier. Das hier. Und dann das hier. Sag nicht. Sag nicht. Ich will zurück. Ach Mensch. Kopfkratz. Hat mir den Weg versperrt. Ich hab mich verlaufen und ich finde nicht mehr zurück. Oh, Schreck. Mal überlegen, wie kommen wir hier wieder zurück? Das können wir hier nicht verschieben. Das können wir hier. Wenn ich schon bei so leichten Rätseln hier verzage. Kann das doch nicht wahr sein. Ich den jetzt hier lang schiebe. Kann ich doch hier durch. Ja, ganz gut. Sehr toll. Hier durch. Am besten nicht runterfallen. Sagt er. Verdammte Fledermäuse. Die Schatztruhe hätte ich mal öffnen können. Das finde ich verkehrt. Schatztruhe. Verdammt. Schatztruhe. Ich wohne nicht auf, muss ja auf die andere Seite. Den Stein verschieben. Oh wei. Wie machen wir das denn am dümmsten? Den Stein hier verschieben. Ey, 50 Rubine. Ein 50er Rubin.
Du musst einfach so rum in die brüchigen Stellen. Jetzt sind wir hier. Das muss nur aus dem Wald wieder zurückkommen, oder? Aus dem Wald entkommen. So, wer war denn los? Verdammt. Sehr gut. Und das Herzteil. Wir kommen hier nie wieder raus. Wir haben uns so schrecklich verlaufen. Oh Mist. Das ist eine Schatztruhe. Wir sollten den Schlummernden finden. Wie der auch immer hieß. Hier kommt es mir bekannt vor. Das wären wir hier schon mal gewesen. Das hätten die Kollegen schon mal besiegt. Ach, Hallöchen. Mein Waschbärnase ist äußerst sensibel, was Staub betrifft. Aha, okay. Sollen wir mit ihm noch was anfangen? Hey, du wirst dich verlaufen, ich sorge dafür. Verlaufen. Den sollte man vielleicht mal nicht ansprechen. Mir scheint es, der für ein Heil sucht. Ist ungünstig. Sollen wir den hier erleben? Ach du Scheiße. Umringt von denen. Weg mit euch. Kleine Viecher. Die kann man noch nicht wegziehen. Sehr gut. Versuch mal hier nach rechts zu kommen. Hier mal was zu erkunden. Oh, Kohlensteppe. Aber wir haben unsere Aufgabe noch nicht erfüllt. Wir haben die Schlüssel noch nicht gefunden. Müssen wir wohl nochmal zurück in den Wald. Puh. Na gut, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier schon aufgenommen habe, aber ich mache eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns im nächsten Part hier im Wald wieder. Schauen wir mal, wie wir hier weiter vorankommen. In der nächsten Aufnahme mal schauen, wie wir hier mal weiterkommen. Ja, bis dahin. Bis gleich oder bis zum nächsten Part. Machen wir eine Aufnahmepause. Ciao. Willkommen zurück nach einer kurzen Aufnahmepause. Einer kurzen, ganz kurzen Aufnahmepause. Und geht's jetzt hier weiter. Hier waren wir noch nicht drin. Da bin ich, glaube ich, kurz mal. Nicht, ob da bin ich noch nicht mal dran vorbeigelaufen. Ist mir gerade offscreen aufgefallen. Hier war ein Hexer drin. Ach du Schande. Das ist ein Schnummerbrüche. Dabei. Es hat einen Schlummermolch dabei. Ich werde daraus etwas Feines machen. Hihi. Okay. Interessant. Das Pulver ist fertig. Es kann gleich mal in die Hütte ausprobiert werden. In der Hütte ausprobiert werden, aber nicht verschwenden. Das Zauberpulver halten. Drücke Plus und lege es auf X oder Y. Machen wir noch Platz. 20 haben wir davon. Okay. Y. Warum nicht? Sieht schwer aus. Aha. Ist der Rad jetzt weg oder was? Oh, Schreck. Hab mich direkt weggezaubert. Okay, gehen wir mal zurück in den Wald. Hier werden wir elektrifiziert. Da können wir mal hin. Da verlieren wir nur Lebenspunkte, die wir hier drin brauchen. Na, so dringend brauchen wir die noch nicht. Ich meine, wir kriegen wir ja immer wieder. Momentan kriegen wir noch genügend Lebenspunkte. Teil der Macht. Sehr gut, diesmal nicht verschwenden. Hier lang.
mit einem Schlag besiegt. Ich verstehe, warum wir das nur kurz haben. Für kurze Zeit erhältlich. Dich besiegen. Ah, so machen wir das. Jetzt haben wir dir mal was ins Gesicht gestreut. Na. Oha. Es war gar kein Hamster oder kein Waschbär. Es war Tarin. Nachdem ich den Sensorpilz gebissen habe, musste ich wohl eingeschlafen sein. Im Traum war ich ein Waschbär. Es war lustig, sage ich dir. Du hättest mich verfolgt, oder? Jo. Hallo, Tarin. Klingt aber nicht kaputt. Ich hole mich erst einmal aus. Später gehe ich dann nach Hause. Ah, okay. Und jetzt lässt er uns hier durch. Vorher kam er ja hier nicht durch. Da hat er uns ja immer weggezaubert. Hat er ja immer... Hui, hui, du verirrst dich gesagt und so. Und ich habe den Schlüssel aus deinen Wurmschlüssel erhalten. Hier kannst du damals den Wurmpalast öffnen. Sehr gut, das klingt schon. Das klingt nach einer Lösung. Unser Problem. Nimm diesen Schlüssel, gehe damit zum Wurmpalast und suche dort nach einem Musikinstrument. Der Wind frisch wartet. Okay, dann gehen wir mal zum Wurmpalast. Der ist hier oder ist er hier nicht? Schleimstumpf. Gefahr, betreten verboten, außer für Komet. Ah, Komet ist also eine Person oder was? Betrete ihn trotzdem. Ich bin ein bisschen übermütig. Okay. Es wird sehr gefährlich hineinzugehen. Wir sehen es. Game over. Neu versuchen. Wo wachen wir jetzt auf? Hier wachen wir auf, na tolle Wurst. Bringt nicht viel. Mein Zauberpulver haben wir verschwendet. Einfach hier mal an Land gehen. Die Kiste lassen wir mal liegen. Kommen wir bestimmt irgendwann nochmal vorbei. Aber wir kommen hier noch nicht an Land. Das ist blöd. Da kommen wir nicht durch. Das ist ein Mist aber auch. Dritte Game Over hier, wenn ich richtig erzählt habe. Das zweite hier in einem Part. Okay. Mist, da müssen wir denselben Weg wieder zurücknehmen, wie wir hergekommen sind. Sie gehen lang an der Blume vorbei. Uns möglichst nicht treffen lassen. Nach Möglichkeit nicht treffen lassen, sagte er. Ja, da scheint Gefahr dran. Das ist die Meinung. Hätte man doch mal darauf achten können. Dann sind wir mal am besten ohne getroffen zu werden weiter. So, kommen wir hier vielleicht durch. Komm mal in mein Haus rein. Ja, mein Telefon. Tut. Ja, hier, Ultira. Frag mich alles, was diese Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. In der Dorfbücherei gibt es interessante Bücher. Nun, du sollst sie mal lesen. Tschüss, Klick. Tut. Aha. Komm mal da nicht durch. Auf der anderen Seite durch die Hintertür raus. Aha, es klingelt. Hatten wir doch schon. Und lassen wir es klingeln. Lassen wir es gut sein. Verdammt,
werde gefangen gehalten, geschlagen gehalten. Hast du nicht noch eben ein Schild? Hat das Ding jetzt gefressen? Tatsache. Nimm das Schild wieder mit. Sehr gut, das brauche ich noch. Schild. Hier komme ich wohl nicht weiter. Ich muss den zum Weg zurückfinden. Auf diese Weise komme ich noch nicht zum Tempel. Zum Wurmturm. Also das hier ist Wurmtempel, Wurmschloss. Irgendwas in der Art. So, ich vermute mal hier raus. Sieht schon ganz gut aus. Da sind wir raus. Möwendorf. Scheint unser Heimatdorf zu sein. Nehmen wir den Kettenhund. Geh mir weg. Böser Kettenhund. Dann versuchen wir mal zum Wurmturm zu kommen. Vielleicht können wir da über Orte, wo wir noch nicht lang gelaufen sind. Können wir jetzt Sachen machen, die wir vorher noch nicht konnten. Osten. Urunga-Steppe. Weiter Osten, weiter im Osten Zoodorf. Okay, da kommen wir bestimmt auch noch irgendwann hin. Und nicht in der heutigen Part. Es scheint, dass du nach dem Speichern wieder dort beginnst, wo du zuletzt gespeichert hast. Außer im Labyrinth. Da fällst du wieder am Eingang an. Ich verstehe das auch nicht. Aber ich bin noch zu klein dafür. Sag das nicht. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch schauen. Ob wir das. Wir gucken mal, ob wir noch schauen. Ja, genau. Ob wir noch den Palast finden, wo wir rein sollten. Vielleicht war der am Strand. Ich meine, da was gehört zu haben. Von unserer Helferöle. Da können wir jetzt an Sachen hin, wo unbeschwert noch nicht hinkonnten. Vielleicht nicht. Hier drüben vielleicht. Ein Wurmtempel. Sieht doch fast danach aus. Ich habe da keinen Schlüssel für. Richtig. Da öffnet sich das Gitter. Und uns wird Platz gemacht. Wir können ihn durch. Sehr gut. Ja, und an dieser Stelle sage ich mal, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ja, das, wir haben doch jetzt hier die, wir haben jetzt sauber ein paar, zwei kleine Parts gemacht. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Und nächstes Mal am Part gehen wir in den Tempel rein. Im Wurmtempel. Bis dahin. Ciao.